Ad Solutions ist ein junges Unternehmen, das 2016 gegründet wurde und sitzt hier in Tuttlingen. Wir haben uns spezialisiert auf die Laserbeschriftung, Endreinigung, Passivierung, Verpackung und Etikettierung von vor allem chirurgischen Instrumenten. Wir arbeiten hauptsächlich für die Medizintechnikbranche hier in Tuttlingen. Wir haben von Anfang an versucht, Automatisierung bei uns in die Prozesse einfließen zu lassen und haben von Anfang an eine vollautomatische passivierende Reinigungsanlage bei uns installiert. Unser Ziel war es eben auch, die Laseranlagen zu automatisieren und haben deshalb uns kundig gemacht, wie wir die Bestückung der Lasermaschinen automatisieren können. Wir haben uns dann am Markt nach verschiedenen Lösungen umgeschaut und sind dann auf die Firma Fruitcore mit ihrem Industrieroboter Horst gestoßen, der uns einfach von Anfang an zugesagt hat, um unser Projekt umzusetzen. Überzeugt hat uns vor allem die flexible Einsetzbarkeit des Horsts, das Preis-Leistungs-Verhältnis passt und wir haben einfach ein Team, das mit uns flexibel die individuelle Aufgabe umsetzt. Also die Herausforderung war einfach, wir haben sehr viele unterschiedliche Artikel und wir haben danach ein flexibles System gesucht, dass wir ohne große Rüstzeiten und ohne große Umbauarbeiten am Greifer einsetzen können. Wir haben ein Tray-System, auf dem wir die Teile platzieren. Diese werden dann mit Hilfe des Horsts in den Laser eingebracht. Nachdem alle Instrumente gelasert sind, greift Horst das Tray wieder ab und bringt es an die Position zurück, an der es abgeholt hat. Durch das Inkrafttreten der Medizinprodukteverordnung der EU und der FDA müssen Instrumente eindeutig gekennzeichnet werden. Der Industrieroboter Horst erfüllt genau die Anforderungen, die wir gesucht haben, da er von der Tragkraft und der Reichweite eigentlich optimal für unseren Anwendungsbereich geeignet ist. Wir können uns vorstellen, das System, das wir jetzt an einem Laser angebracht haben, an weiteren Lasermaschinen anzubringen, mit Horst gemeinsam unsere Kapazitäten weiter zu erhöhen.